Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung. Ich begrüße es, dass Sie so ein wunderschönes Wetter mitgebracht haben. Es ist fast viel zu schade, um hier sich den Schwierigkeiten des Brexits zu widmen. Gegenstand unserer heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zu Übergangsregelungen in den Bereichen Arbeit, Bildung, Gesundheit, Soziales und Staatsangehörigkeit nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs, Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union, Drucksache 19/7376. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebene Stellungnahme liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 19/11257 vor. Von Ihnen, den hier anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Institutionen und Einzelsachverständigen, möchten wir hören, wie Sie die Vorlagen fachlich beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich folgende Erläuterung geben. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage, das heißt also eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorliegenden Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde von 10 Minuten geben wird. Hier können Fragen aus allen Fraktionen kommen. Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie dafür einzeln auf. Der DGB konnte keinen Teilnehmer entsenden, hat aber eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt. Von der Deutschen Rentenversicherung Bund begrüße ich Herrn Petersen. Herr Petersen, wunderbar. Vom GKV Spitzenverband Frau Ulrike Gust und Herrn Johannes M. Eisenbart. Von der Bundesagentur für Arbeit Herrn Horst Armbrister sowie Herrn Thomas Friedrich. Alte Bekannte. Vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung Herrn Professor Dr. Enzo Weber. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Frau Hanna Schulz. Frau Schulz, noch nicht da, wird aber noch erwartet. Von der British Chamber of Commerce Germany e.V., Herrn Dr. Thomas Koch, sowie vom British, Herr Dr. Thomas Koch, wo ist er? Da ist er, genau. Ja. Sowie von British in Berlin e.V., Herrn David Hole. Very nice, you're welcome. ebenso herzlich willkommen heiße ich die Einzelsachverständigen Professor Dr. Heinz-Dietrich Steinmeier. Professor Dr. Gunnar Beck und Dr. Frank Schreiber. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an der oder den die Frage gerichtet ist. Als erstes ist die CDU-Fraktion dran. Da erteile ich Frau Letius das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie heute uns Rede und Antwort stehen zu diesem heiklen Thema, das wir wahrscheinlich alle bedauern. Aber es ist jetzt, wir wissen ja auch noch gar nicht, ob wir dieses Gesetz auch wirklich benötigen. Meine Frage geht an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, an den GKV Spitzenverband und an die Bundesagentur für Arbeit. Sind aus Ihrer Sicht die Regelungen im Gesetzentwurf geeignet, die möglichen Folgen eines harten Brexits sozial abzufedern? Vielen Dank, Frau Letius. Bevor ich das Wort der BDA erteile, möchte ich noch mal Frau Schulz ganz herzlich begrüßen, die jetzt rechtzeitig gekommen ist, aber auch die Frau Staatssekretärin Kramme, die für die Bundesregierung da ist. So, jetzt hat Frau Letius Fragen gestellt an Frau Schulz. Das war nur Frau Schulz, ne? Und dann an den GKV und dann an die Bundesagentur für Arbeit. Aber als erstes, Frau Schulz, Sie haben die Frage mitbekommen? Ja, habe ich. Danke. Super. Ja, also ich denke, so pauschal können wir das nicht bejahen, dass die sozialen Folgen des harten Brexits durch das Gesetzentwurf abgefedert werden. Andererseits ist natürlich zu beachten, welchen Einschränkungen so ein Gesetzesvorhaben unterliegt. Also es sind natürlich Probleme, die entstehen werden, insbesondere da vollkommen unklar ist, wie zukünftig die Koordinierung der sozialen Sicherheit zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich ausgestaltet werden wird.
Aber das ist natürlich nicht möglich, dies durch ein nationales Gesetz jetzt zum jetzigen Zeitpunkt und einseitig vollständig zu regeln. Von daher, wir sind zufrieden damit, dass durch diesen Gesetzentwurf unbillige Härten zumindest abgefedert würden, sehen aber durchaus weitere Probleme, die der Regelung bedürfen, schnellstmöglich. Vielen Dank, Frau Schulz. Jetzt für den GKV Spitzenbergband, Herr Eisenbart, Frau Gust. Ja, Herr vielen Eisenbart. Dank, Johannes Eisenbart. Aus unserer Sicht sind die Ziele, die der Gesetzgeber hier verfolgt, durchaus nachvollziehbar. Soziale Nachteile für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger abzuwenden für den Fall des ungeordneten Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Der Gesetzesvorschlag soll Rechtssicherheit schaffen im Bereich der GKV und der sozialen Pflegeversicherung hinsichtlich dem Versicherungsstatus, den Ansprüchen und Leistungen. Insgesamt ist der Entwurf aus unserer Sicht sachgerecht, um diese Ziele zu erreichen. Es besteht punktuell weiterer Regelungsbedarf. Unsere Stellungnahme weist da ja zum Teil auch schon drauf hin. Und ich würde mich meiner Vorrednerin anschließen. Es sind die Umstände, die den Gesetzentwurf geformt haben. Es sind Übergangsregelungen. Das heißt, das Schutzniveau, das mit diesem Gesetz zu erreichen ist, reicht nicht an das Schutzniveau des Status quo des koordinierenden Sozialrechts von europäischer Ebene heran. Deshalb ist es dann auch für die weitere Zukunft wünschenswert, Vereinbarungen mit Blick auf die soziale Sicherung zu haben zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich oder aber zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich, um an dieses Niveau wieder anknüpfen zu können. Aber für diesen Übergang, das, was man jetzt unilateral regeln kann, ist dieser Gesetzentwurf durchaus sehr zu begrüßen. Vielen Dank, Herr Eisenbart. Jetzt Herr Armbruster. Der Gesetzentwurf ist aus unserer Meinung heraus geeignet, für eine angemessene soziale Absicherung für den Fall eines harten Brexits zu sorgen. So werden zum Beispiel für das Arbeitslosengeld britische Versicherungszeiten, die vor dem Austrittsdatum zurückgelegt wurden, für die Erfüllung der Anwartschaft berücksichtigt. Vielen Dank. Und nun noch mal Frau Letzius. Meine Frage geht noch mal an die gleichen Sachverständigen. Und zwar ist Ihrer Auffassung nach eine Übergangsregelung für 5 Jahre sinnvoll? Dann haben wir als erstes Frau Schulz wieder. Ja, aus unserer Sicht ist das sinnvoll, um zu vermeiden. Also es geht dabei ja eigentlich nur um die Rentenversicherung bzw. um die Vorversicherungszeiten für die gesetzliche Krankenkasse. Um zu vermeiden, dass Rentner, die im Vereinigten Königreich gearbeitet haben und nach Deutschland zurückkehren, Abschläge bei der Rente hinnehmen müssen, obwohl sie durchgehend gearbeitet haben oder eventuell Probleme auftreten bei der Versicherung in der gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland nach der Rückkehr. Vielen Dank. Jetzt wieder Herr Eisenbart. Ja, aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung ist ja in Paragraph 11 des Entwurfs mit Bezug auf Anrechnung von Zeiten eine Übergangsfrist von 5 Jahren normiert. In dieser Zeit, also sozusagen 5 Jahre bis zu 5 Jahre nach dem Austrittsdatum, können in Großbritannien zurückgelegte Zeiten von der GKV und in der sozialen Pflegeversicherung berücksichtigt werden. Das ist sinnvoll, das auch so zu tun. Jetzt zur Teilfrage, ist es sinnvoll, das auf 5 Jahre zu begrenzen? Das ist wieder dem Charakter des Gesetzes eines Übergangsgesetzes geschuldet und deshalb durchaus nachvollziehbar. Grundsätzlich sollte das Gesetz aber nicht auf 5 Jahre in seiner Geltung beschränkt werden, weil man ja vermeiden möchte, dass eventuelle Anschlussvereinbarungen mit dem Vereinigten Königreich erst später in Kraft treten, als dieses Gesetz sozusagen endet und man natürlich keine Lücken haben möchte zwischen diesen 5 Jahren und dann eventuell sich anschließenden Regelungen. Vielen Dank, Herr Eisenbart. Jetzt für die BA wieder Herr Armbruster. Ja. Also für die Arbeitslosenversicherung ist eine Übergangsregelung für 5 Jahre nicht sinnvoll. Der Gesetzentwurf enthält bereits Übergangsregelungen. Für die von der BA zu gewährenden Leistungen laufen die aus dem Gesetz ableitbaren Ansprüche durch die Bezugnahme auf das Austrittsdatum automatisch aus. Darüber hinausgehende Ansprüche wäre nicht angemessen. Das wäre bei einer hier vorliegenden einseitigen Regelung, die im Verhältnis zu Großbritannien weiterhin umfassenden Schutz gewähren würde, nicht angemessen.
Vielen Dank, Herr Amritzer. Herr Aumer für die CDU. Ich hätte meine Frage an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und die Bundesagentur für Arbeit. Bestehen aus Ihrer Sicht mit dem Gesetz ausreichend Rechtssicherheit für die Arbeitsagenturen, um sich durch den Brexit ergebende Konsequenzen in Bezug auf das Vereinigte Königreich Großbritannien umzusetzen? Frau Schulz. Ich würde das Wort der ABA überlassen zu der Frage. Herr Amritzer, genau, dann Herr Amritzer. Der Gesetzentwurf bietet ausreichend Rechtssicherheit für die Arbeitsagentur. Er enthält klare Regelungen, die auf das Austrittsdatum abstellen. Wobei wir davon ausgehen, dass die aufenthaltsrechtlichen Fragen noch rechtzeitig geregelt werden. Vielen Dank, Herr Amritzer. Jetzt wieder Frau Litzius. Schön, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Dr. Steinmeier und GKV-Spitzenverband. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzentwurf in Bezug auf die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung? Die Frage bezieht sich auch auf zu berücksichtigende Zeiten, Versicherungszeiten und Wohnsitzzeiten und sogenannte Bestandsstudenten. Herr Professor Steinmeier. Insgesamt muss man zu dem, vielleicht ein bisschen ganz kurz ausholen, was der Gesetzentwurf nur kann, ist einseitig etwas zu regeln in Bezug auf die sozialen Sicherungssysteme. Er kann nicht vollständig, das muss man immer im Auge behalten, er kann nicht vollständig das System der alten Verordnung oder der bestehenden Verordnung ersetzen. Insofern können wir nur einseitig vorgehen. Diese einseitige Vorgehensweise halte ich insgesamt für durchaus gelungen. Man tut schlicht und einfach das, was gerade möglich ist. Und mehr zu tun, ich habe an einigen Stellen, gerade auch in der Krankenversicherung, überlegt, ob man hätte weitergehen können und kam immer wieder zu dem Ergebnis, dass nein, weil nämlich in dem Augenblick muss man nämlich auf den britischen Gesetzgeber wieder vertrauen und überlegen, was macht der denn daraus? Und von daher kann man generell sagen, dass hier die Situation für diese Situation hier in der Krankenversicherung oder Pflegeversicherung dementsprechend auch gut gelöst ist. Das muss man einfach pauschal sagen. Und die Sache mit den Bestandsstudenten ist ja ausdrücklich geregelt, dass die Bestandsstudenten, darunter habe ich diejenigen verstanden, die jetzt in Großbritannien studieren, und deren Krankenversicherung ist auch weiterhin gewährleistet über die Regelung mit Leistungsaushilfe. Und dass man jetzt Kostenerstattung geltend machen kann, wenn das britische System Nein sagt, was wir nicht wissen, das erscheint mir vernünftig geregelt. Vielen Dank, Herr Professor Steinmeier. Jetzt für den GKV-Spitzenverband, Herr Eisenbart. Ja, vielen Dank. Also den allgemeinen Anmerkungen von Herrn Professor Steinmeier zur Bewertung aus Sicht der GKV und der sozialen Pflegeversicherung kann man sich sicherlich anschließen. Das Gesetz betrachtet unterschiedliche Felder, die für uns relevant sind. Zum Ersten das Mitgliedschafts- und Beitragsrecht. Das heißt, in Bezug auf das Vereinigte Königreich sollen Versicherte in der GKV nicht den Versicherungsschutz nur deswegen verlieren, weil das Vereinigte Königreich nun austritt. Rentnerinnen und Rentner, die eine deutsche Rente beziehen, sollen versicherungspflichtig bleiben. Andere Versicherte, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Vereinigten Königreich haben, sollen ein freiwilliges Beitrittsrecht, also ein Recht zum freiwilligen Beitritt in der GKV erhalten. Sie haben auch die anspruchsbegründenden Zeiten angesprochen. Zeiten, die vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs zurückgelegt werden, sollen berücksichtigt werden. Und wir hatten es gerade, glaube ich, auch schon kurz angesprochen, auch Zeiten danach sollen für eine Übergangsfrist von 5 Jahren berücksichtigt werden, wenn es beispielsweise darum geht, eine Weiterversicherung in der GKV zu begründen. Wo es noch geringfügigen Nachbesserungsbedarf oder Ergänzungsbedarf gibt, ist bei der Berücksichtigung von Wohnzeiten. Die sind jetzt im vorliegenden Entwurf
nicht berücksichtigt worden. Es sind berücksichtigt Vorversicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, aber mit Blick auf den Nationalen Gesundheitsdienst im Vereinigten Königreich gibt es ja keine Versicherungszeiten in dem Sinne, weil es sich um ein ganz anderes System handelt. Und da müsste man der Vollständigkeit halber und auch um den Zielen des Gesetzentwurfs, wie wir sie interpretieren, gerecht zu werden, die Wohnzeiten ergänzen. Das wäre dann im Übrigen auch konsistent mit der Systematik der Verordnung der Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme und auch der Notfallverordnung, die die Europäische Kommission vorgeschlagen hat. Und Studierende, hatte Herr Professor gerade auch schon angesprochen, Studierende, das ist klares Ziel des Gesetzentwurfs, sollen ja ebenfalls erfasst sein. Wir haben bereits in § 13 eine Leistungsnorm für Studierende, die in der GKV versichert sind und im Vereinigten Königreich eingeschrieben. Jetzt müssten wir allerdings noch ergänzen, dass diese Pflichtversicherung für die Studierenden auch bestehen bleibt. So, das hat man sicherlich beabsichtigt, aber nicht so explizit reingeschrieben. Das lässt sich aber leicht korrigieren. Mit Bezug auf Leistung, Sie stoppen mich, sobald ich zu ausführlich werde, ja. Mit Bezug auf Leistung, einen Kostenerstattungsanspruch, der unilateral hier gewährt wird, weil wir von Leistungsaushilfe nicht mehr ausgehen können. GKV-Leistungen, die in Deutschland genehmigungspflichtig sind, müssten dementsprechend auch mit Blick auf Sachverhalte, die das Vereinigte Königreich betreffen, sind sie weiterhin genehmigungsantragspflichtig. Das Gesetz ermöglicht es den Krankenkassen und ihren Verbänden, Verträge mit Leistungserbringern im Nationalen Gesundheitsdienst zu verabschieden, um Sachleistungen weiterhin ihren Versicherten bieten zu können. Dann haben wir Regelungen zur sozialen Pflegeversicherung. Mitgliedschafts- und beitragsrechtlich gilt dort, Pflegeversicherung folgt der Krankenversicherung. Und leistungsrechtlich sind dort Vorschriften vorgesehen, die die bestehende Regelung bei Auslandsaufenthalten abbilden. In der Gesamtschau sieht man, das ist sehr konsistent aus unserer Sicht und sehr solide gezimmert. Und auf die noch bestehenden Nachbesserungs- oder Ergänzungsthematiken habe ich ja schon hingewiesen. Vielen Dank, Herr Eisenbart. Jetzt als nächstes für die CDU-Fraktion Herr Aumer. Meine Fragen wären nochmal zur Arbeitslosenversicherung und nochmal an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände bzw. die Bundesagentur für Arbeit. Wie werden denn grundsätzlich die Arbeitsagenturen auf die sich ergebenden rechtlichen Änderungen vorbereitet und sehen Sie da ganz konkret Probleme, die sich daraus ergeben? Und dieselbe Frage wäre auch an die Arbeitgeberverbände, wie Ihre Mitgliedsunternehmen darauf vorbereitet werden. Vielen Dank, Frau Schulz. Könnten Sie die Frage noch mal ein bisschen präzisieren, wie die Mitgliedsverbände auf die Veränderung bei der wie die Mitgliedsunternehmen bei der Veränderung auf die Arbeitslosenversicherung vorbereitet werden? Ach so, ja, bei der BDA haben wir natürlich Arbeitsgruppen zum Thema Brexit eingerichtet, bei denen wir regelmäßig über Entwicklung informieren. Da haben wir auch bereits diesen Gesetzesentwurf behandelt im November. Und natürlich stehen wir mit den Mitgliedern auch über Rundschreiben und alles dergleichen im Kontakt, um zu informieren und zu beraten. Vielen Dank, Frau Schulz, für die Bundesagentur. Herr Amusser. Ja gut, wir veröffentlichen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Weisungen, mit denen wir über das neue Recht informieren und Regelungen treffen. Außerdem stellen wir in unserem Intranet Hilfsmittel zur Verfügung und bieten eine Hotline für die Mitarbeiter an. Das sind ja Spezialfälle zum Teil, nicht allzu große Zahl, sodass also die Mitarbeiter, die irgendwo unmittelbar Gesprächsbedarf haben dann oder Aufklärungsbedarf dann unmittelbar in der Zentrale über die Hotline dann auch bedient werden können. Ein Problem könnte es sein, dass wir nicht genau wissen, ob Großbritannien noch sogenannte Bescheinigungen ausstellt. Mit dem Austrittsdatum an der Stelle werden wir in unsere Weisungen aufnehmen, dass wir anderweitige Nachweise zulassen würden, zum Beispiel Arbeitsvertrag oder Lohnabrechnungen. Darüber hinaus treffen wir natürlich auch Vorkehrungen für unsere Kunden, um dann entsprechend informieren und beraten zu können. Vielen Dank, Frau Litzius. Ich hätte noch eine Frage zur Kranken- und Pflegeversicherung an den Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und GKV-Spitzenverband.
halten Sie eine dreimonatige Beitragsfrist für die Erklärung zur Fortsetzung des bisherigen Krankenversicherungsschutzes für ausreichend. Frau Schülz? Ja, also ich bin da auch, ich höre da auch gerne, was die Krankenkassen dazu zu sagen haben. Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen, dass das ausreichend ist. Vielen Dank für die GKV. Herr Eisenbart. Ja, vielen Dank. Eine dreimonatige Beitrittsfrist entspricht der üblichen Frist, innerhalb derer eine freiwillige Versicherung innerhalb der GKV wirksam angezeigt werden kann. Diese Frist ist erfahrungsgemäß ausreichend. In den besonderen Regelungen für Rentnerinnen und Rentner ist ja was anderes bestimmt, nämlich dass ihre Weiterversicherung quasi automatisch stattfindet, weil man hier von einer anderen Lage ausgegangen ist. Also insgesamt ist diese Frist aus unserer Sicht lang genug. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Aumer. Nochmal zur Arbeitslosenversicherung und an die Arbeitgeber und die Bundesagentur. Ist aus Ihrer Sicht richtig, dass die Anrechnung von Versicherungszeiten im Vereinigten Königreich für die Zahlung von Arbeitslosengeld in Deutschland erst nach einer Beschäftigung in Deutschland erfolgen kann? Frau Schülz? Das ist aus unserer Sicht richtig, dass auch dem Vorgehen der jetzigen EU-Verordnung entspricht und man ja das Vereinigte Königreich nicht anders stellen will als die übrigen Mitgliedstaaten oder die verbleibenden Mitgliedstaaten der EU. Herr Armbruster? Auch wir sind der Meinung, dass das richtig ist, weil eben das EU-Recht hier nachgebildet wird und im Sinne einer Gleichbehandlung für alle EU-Bürger das auch gleich berücksichtigt werden soll. Mit dem Gesetzentwurf werden Rückkehrer aus Großbritannien eben dann mit allen EU-Bürgern gleich behandelt. Eine großzügigere Behandlung wäre unserer Ansicht nach nicht angemessen. Vielen Dank, Frau Litzius. Ich hätte noch mal eine allgemeine Frage zur Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und Professor Dr. Steinmeier. Wie bewerten Sie das Verhältnis des vorliegenden Gesetzentwurfs zum Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission zur Einführung von Notfallmaßnahmen im Bereich der Koordinierung der sozialen Sicherheit nach dem Austritt? Frau Schülz. Ja, also der Verordnungsentwurf der Europäischen Kommission, so er dann in Kraft treten würde, hätte natürlich Vorrang vor diesem Gesetzentwurf, den wir jetzt besprechen. Aber da das Verfahren ja noch nicht abgeschlossen ist, ist es sicherlich zielführend, diesen Gesetzentwurf weiter voranzutreiben. Abgesehen davon, dass er natürlich in vieler Hinsicht auch über den EU-Verordnungsvorschlag hinausgeht. Dort geht es ja nur um Zeiten, die vor dem Austrittszeitpunkt im Vereinigten Königreich zurückgelegt worden sind, wohingegen der hier vorliegende Gesetzentwurf ja auch gewisse Übergangsfristen, über die wir schon gesprochen haben, vorsieht, Regelungen schafft, um Doppelversicherungen zu vermeiden und bei der Förderung zum Beispiel nach dem BAföG oder nach dem SGB III, die aktive Arbeitsförderung, Rechtssicherheit schafft, was der Gesetzentwurf oder der Verordnungsentwurf der Europäischen Kommission eben nicht kann. Vielen Dank, Frau Schülz. Herr Professor Steinmeier. Also ich möchte mit dem grundsätzlich anschließen. Man muss sich auch, wenn man sich den Verordnungsvorschlag ansieht, dann beschränkt er sich auf allgemeine Prinzipien. Das heißt, er regelt nicht konkrete Probleme, sondern sagt nur Gleichstellung, Gleichbehandlung und solche Dinge. Und begrenzt sie immer, was Sie sagten, auf den 29. März. Danach interessiert es nicht mehr. Dass der Gesetzentwurf hier im Konflikt gegen diesen Verordnungsvorschlag verstoßen würde, habe ich nach längerer Beschäftigung, nicht nach Einzelfällen, aber nach längerer Beschäftigung gesagt, wahrscheinlich taucht es nicht auf. Das heißt also, weil auch der Verordnungsvorschlag auch dahingehend formuliert ist, dass die Kommission sagen wollte, wir wollen für alle was machen, aber nicht in deren Einzelheiten einsteigen. Das können sie für die Mitgliedstaaten nicht. Das heißt, ich ahne so ein bisschen, dass die Idee hatten, wir machen Grundsätze und lassen die Mitgliedstaaten mal die Einzelheiten regeln. Und von daher passt das aus meiner Sicht zusammen. Vielen Dank, Herr Aumer. Zum Themenblock aktive Arbeitsmarktförderung an die Arbeitgeberverbände und die Bundesagentur. Auch zum Thema Übergangsfristen. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, vermittlungsunterstützende Leistungen nach den § 44 und 45 SGB III unter bestimmten Voraussetzungen auch über das Austrittsdatum hinaus erbringen zu können? Frau Schülz. Diese Regelung ist aus unserer Sicht zu begrüßen.
da so eben sichergestellt wird, dass bei der Entscheidung über die Förderung nicht allein der Zeitpunkt der Behördenentscheidung Ausschlag gibt. Und ja, es geht ja eben um Förderung, die bereits vor dem Austrittsdatum beantragt wurde oder begonnen wurde. Und daher ist die Regelung aus unserer Sicht richtig. Vielen Dank, Herr Friedrichs. Ja, wir begrüßen die Regelung auch. Aus unserer Sicht gibt sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die jetzt eine Maßnahme nach § 44, also Vermittlungsbudget, oder § 45, eine Trägermaßnahme zur Aktivierung oder beruflichen Eingliederung, die notwendige Verlässlichkeit für Aktivitäten, die vor, wie Frau Schölz gesagt hat, 30.03. angestoßen worden sind. Beispiel, jemand nimmt an einem Vorstellungsgespräch in Großbritannien teil, das nach dem § 44 Vermittlungsbudget gefördert werden kann. Das findet auch vor diesem 30.03. statt. Und dann ist es nur angemessen zu sagen, dass diese Kosten unabhängig jetzt von einer Einreichung der Unterlagen oder der Entscheidung bewilligt werden. Unabhängig davon halten wir die Anwendungsfälle für relativ gering. Insbesondere bei den Maßnahmen nach § 45, also Trägermaßnahmen, müsste es sich ja gezielt um Maßnahmen handeln, die ausdrücklich in eine Beschäftigung auf eine Beschäftigung nach Großbritannien abzielen. Und das ist eher ungewöhnlich. Also uns ist in der Zentrale keine solche Maßnahme bekannt. Möglicherweise dezentral gibt es solche Einzelfälle, wenn eine Maßnahme allgemein zur Förderung der Arbeitsaufnahme vorbereitet, dann ist dieser Paragraph nicht einschlägig. Insofern halten wir die Anwendungsfälle für gering. Vielen Dank, Herr Friedrich. Herr Aumer. Entschuldigung, Frau Letzius. Ja, gut. Vielen Dank, Herr Vossense. Meine Frage geht an Professor Dr. Steinmeier. Das deutsch-britische Sozialversicherungsabkommen von 1960 wurde nicht gekündigt und gilt seit Beitritt des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Union alleine im Verhältnis zur Isle of Man. Es gibt aber unterschiedliche Auffassungen darüber, ob dieses Abkommen in Bezug auf das Vereinigte Königreich nach dessen Austritt wieder auflebt. Welche Auffassung haben Sie dazu? Professor Steinmeier. Meine Auffassung ist relativ klar, dass dieses Abkommen, da es nicht gekündigt ist, und um es etwas salopp zu formulieren, die Europäische Union kann ein völkerrechtliches Abkommen eines Mitgliedstaates, ein souveräner Staates mit einem anderen Mitgliedstaat nicht kündigen und nicht aufheben durch Europarecht. Das ist die Aussage zunächst einmal. Es gibt einen Artikel 8 in der Verordnung, der sagt, tritt zurück, wenn. Oder etwas genauer ist dann noch etwas formuliert und gelten nicht weiter vor. Muss man eben gucken hier. Treten an die Stelle der Abkommen. So heißt es. Und eins und nicht. Daraus kann man aber nicht herleiten, dass es nicht weiter gelten sollte, sozusagen im Hintergrund. Und die Tatsache, dass es auf der Isle of Man gilt, hängt ja nur damit zusammen, dass die Isle of Man nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Das ist einfach eine aparte Sache in Großbritannien. Und das zeigt eigentlich auch erst recht, dass es im Hintergrund noch da ist. Von daher habe ich persönlich keinen Zweifel, habe aber gehört, dass die Briten das anders sehen. Und von daher halte ich es für gut und sinnvoll, wenn man jetzt einerseits auf das Abkommen verweist, sagt unbeschadet. Bei unbeschadet heißt es, wenn das hier günstiger ist, geht das vor. Das ist völkerrechtlich unproblematisch, obwohl kein Kläger, kein Richter. Die Briten werden es nicht kritisieren. Und man hat eine vollständige Regelung auch für den Fall, dass das Abkommen nicht gelten sollte. Sozusagen Auffassung der Briten, die ich nicht teile. Meine ist ganz klar, es gilt weiter, lebt wieder auf. Vielen Dank, Professor Steinmeier. Herr Aumer. Nochmal zur Arbeitslosenversicherung und an die Arbeitgeberverbände bzw. Bundesagentur. Wie wird die entsprechende Anwendung der einjährigen Abwicklungsfrist nach § 2 Absatz 4 Satz 4 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes auf die Verleiher mit Sitz im Vereinigten Königreich bewertet? Frau Schulz. Ja, die Regelung wird von uns ebenfalls begrüßt, da eben dadurch eine ordnungsgemäße Abwicklung der, der Arbeitnehmerüberlassungsverträge für Betriebe in der EU ermöglicht wird und Nachteile für Unternehmen oder Zeitarbeitnehmer innerhalb der Europäischen Union vermieden werden können. Vielen Dank, Herr Abrisser.
Die Regelung ist sachgerecht und wird von uns befürwortet. Es ist eine ordnungsgemäße Abwicklung möglich für die Unternehmen und den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern in den Mitgliedstaaten der EU und der EWR entstehen keine Nachteile. Vielen Dank, Frau Litzers. Meine Frage geht an GKV-Spitzenverband, Deutsche Rentenversicherung Bund und Bundesagentur für Arbeit. Könnten die Regelungen des Sozialversicherungsabkommens von 1960 gegebenenfalls ergänzt angewandt werden, gerade auch mit Blick auf die gegenseitige Zusammenarbeit bzw. Amtshilfe? GKV? Ja, vielen Dank. Genau, das sind die beiden Stichpunkte, wo es möglicherweise aus dem Wiederaufleben des Sozialversicherungsabkommens Vorteile geben könnte. Gegenseitige Zusammenarbeit und Amtshilfe, zum Beispiel bei Nachweisen über zurückgelegte Zeiten oder die Bescheinigung einer Absicherung oder der Beendigung einer Absicherung im Nationalen Gesundheitsdienst. Was wir heute nicht sagen können, ist, ob mit Blick auf diese Auskünfte und Bescheinigungen die Regelung des Sozialversicherungsabkommens tatsächlich ausreichend sind. Es gibt noch ein paar weitere mögliche Vorteile aus dem Sozialversicherungsabkommen, zum Beispiel Regelungen zu anzuwendenden Rechtsvorschriften. Das ist ja auch ein großes Thema. Und die Sachleistungsgewährung für deutsche Versicherte im Vereinigten Königreich, die dort wohnen oder vorübergehend tätig sind. Das sind allerdings keine reziproken Ansprüche. Das heißt, die gelten nicht für Briten in Deutschland in gleicher Weise. Und von daher wäre zu überprüfen, ob Großbritannien sich auf die Ausführung dieser Regelung tatsächlich weiterhin einlassen würde. Danke. Herr Petersen, 23 Sekunden haben Sie noch. Ja, wir würden das auch begrüßen, weil dieses Sozialversicherungsabkommen natürlich die rechtliche Grundlage für das Verwaltungsverfahren ist. Weder im Brexit-Gesetz noch in der Notfallverordnung ist da was beschrieben. Wir haben dann das Sozialversicherungsabkommen, was in der Durchführungsvereinbarung ein sehr weit beschriebenes Verfahren hat. Das könnten wir den heutigen Standards anpassen. Wir müssen dann mit den britischen Trägern Kontakt abnehmen und sagen, wie kriegen wir das administriert. Aber ich denke, als Rechtsgrundlage hilft uns das. Und eben auch noch mal einen Hinweis über das anzuwendende Recht. Das ist ja weder im Brexit-Gesetz noch in der Notfallverordnung geregelt. Und hier könnte man zumindest für Teile der Entsendung und der Ein- und Ausstrahlung diese Regelung übernehmen. Und das würde uns sehr helfen als Rentenversicherungsträger. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der CDU-Fragerunde angekommen. Wir kommen zur SPD und da hat sich als erstes Frau Schmidt gemeldet. Frau Schmidt, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Weber vom IAB. Und ich würde Sie gerne fragen, wie Sie die Auswirkungen des Austritts Großbritanniens in Bezug auf den deutschen Arbeitsmarkt und die Beschäftigungsentwicklung einschätzen und welche Handlungsnotwendigkeiten Sie sehen. Professor Weber. Also zunächst muss man wohl davon ausgehen, dass ein harter Brexit ohne Abkommen sich negativ auf die deutsche Exportentwicklung auswirken wird. 7% der deutschen Exporte gehen ins Vereinigte Königreich. Daran sieht man, das ist begrenzt, aber das ist wirklich spürbar, also schon einer der wichtigsten Handelspartner. Jetzt muss man mittelfristig auch sehen, Handelsströme können umgelenkt werden. Also diese 7%, die entfallen nicht. Das meiste davon bleibt erstmal intakt, auch bei Zöllen. Und Handelsströme können umgelenkt werden. Und mittelfristig wäre wohl auch der Abschluss eines ganz normalen Freihandelsabkommens zu erwarten. Trotzdem müsste man davon ausgehen, zumindest kurzfristig haben wir dadurch auch in Deutschland einen gewissen konjunkturellen Dämpfer. Der entscheidende Punkt ist, der Arbeitsmarkt in Deutschland ist gegenüber solchen konjunkturellen Fluktuationen sehr robust. Das haben wir in den ganzen letzten Jahren gesehen. Also dieser starke Beschäftigungsaufschwung, den wir haben, der hängt nicht in erster Linie an der Konjunktur, der hängt an anderen Faktoren. Dazu gehört der Trend hin zu immer mehr Dienstleistungsjobs. Dazu gehört die starke Zuwanderung nach Deutschland. Und dazu gehört mittlerweile auch die deutlich gestiegene Knappheit an Arbeitskräften in Deutschland. Denn wenn Arbeitskräfte knapp sind, dann sind sie schwer wieder zu beschaffen. Und dann sichern sich viele Betriebe diese Arbeitskräfte, auch wenn die aktuelle Auftragslage einmal nicht so gut sein sollte. Und dementsprechend sehen wir auch im verarbeitenden Gewerbe, das ja vor allem vom Brexit mit dem Export betroffen wäre, da ist die Knappheit gerade bei technischen Fachkräften im Moment doch sehr deutlich. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass die unmittelbaren Wirkungen eines solchen Konjunkturdämpfers hier eher begrenzt wären. Trotzdem soll man vorbereitet sein
also den Betrieben darüber hinwegzuhelfen, gerade mit dem probaten Mittel des Kurzarbeitergeldes, das ist in jedem Falle anzuraten, aber ansonsten gehen wir von begrenzten Wirkungen aus. Die zweiten Effekte, die könnten durch Zuwanderung auf den deutschen Arbeitsmarkt zukommen. Einerseits durch mögliche Rückwanderung von EU-Bürgern aus Großbritannien, aber auch dadurch, dass zukünftige Migranten sich dann eben vielleicht nicht mehr für Großbritannien, sondern für andere EU-Länder entscheiden. Und darunter wäre mit Sicherheit auch Deutschland. Nun haben wir aber in den ganzen letzten Jahren gesehen, die Beschäftigung in Deutschland hätte ohne die starke Zuwanderung niemals so stark steigen können. Dementsprechend würden wir auch hier durch einen zusätzlichen Zuwanderungsimpuls positive Beschäftigungseffekte erwarten. Unsere aktuelle Forschung zeigt zudem, was wir nicht haben durch Zuwanderung nach Deutschland. Was wir nicht haben, ist eine steigende Arbeitslosenquote. Was wir nicht haben, wäre auch ein Druck auf die Löhne. Von daher als Fazit, vorbereitet sein, ja, aber insgesamt raten wir in der Sache aus deutscher Sicht zu hinreichender Gelassenheit. Das kann ja immer gut sein, hinreichende Gelassenheit. Frau Tack. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an die BA und an die Deutsche Rentenversicherung. Wie bewerten Sie das Verhältnis des vorliegenden Gesetzentwurfs zum Verordnungsvorschlag der Kommission zur Einführung von Notfallmaßnahmen im Bereich der Koordinierung der sozialen Sicherheit nach dem Austritt von Großbritannien? Welchen Mehrwert hat der Gesetzentwurf? Herr Armbruster. Der Verordnungsentwurf der Kommission steht nicht im Widerspruch zum Gesetzesentwurf. Der Verordnungsentwurf der Kommission regelt ebenfalls Bestandsschutz, aber in eher allgemeiner Form. Der Mehrwert dieses Gesetzesentwurfs ist im Einzelnen, weil er präziser ist und damit mehr Rechtssicherheit schafft. Vielen Dank, Herr Petersen. Ja, wir begrüßen den Gesetzesentwurf ausdrücklich, weil er hat nämlich für diese 5 Jahre Übergangszeit, werden Zeiten Großbritannien und im restlichen Union auch noch berücksichtigt für den Rentenanspruch. Und das ist bei unterschiedlichen Ansprüchen auf 45 Jahre, 35 Jahre Wartezeit in Deutschland doch für die Versicherten eine gute Absicherung, dass sie diese Zeiten auch erwerben können im Rahmen der Zusammenrechnung. Und das gewährleistet eben dieses nationale Brexit-Gesetz. Vielen Dank, Herr Petersen. Für die SPD-Fraktion wieder Frau Schmidt. Nochmal 2 Nachfragen an die BA und an die Deutsche Rentenversicherung. Könnten Sie uns schildern, welche Probleme es für Sie ergäbe, wenn wir keinen Gesetzentwurf hätten? Und könnten Sie uns dazu vielleicht mal konkrete Beispiele nennen? Herr Armbruster. Ja, ohne Verabschiedung des Gesetzes gäbe es eben keine Rechtssicherheit. Es müsste entschieden werden, ob ein Arbeitslosengeldanspruch, der vor Austrittsdatum entstanden ist, bei dem für die Anwartschaftszeit Zeiten aus Großbritannien herangezogen wurde, aufgehoben werden müsste. Bei einem Anspruch nach dem Austrittsdatum müsste entschieden werden, ob die britischen Seiten überhaupt berücksichtigt werden dürfen. Das sind also 2 Beispiele anhand vom Arbeitslosengeld. Und diese Unsicherheit, die kann man vermeiden, indem man eben diese Regelung, wie das Gesetz vorsieht, trifft. Schafft Rechtssicherheit. Vielen Dank, Herr Petersen. Ja, ich habe es ja schon angedeutet, es gibt ja in Deutschland unterschiedlich lange Wartezeiten für die einzelnen Rentenansprüche. Hätte ich jetzt nur das alte 1960er Abkommen, würden nur deutsche und britische Zeiten berücksichtigt werden, um 45 Jahre zu erfüllen. Das können Sie sich vorstellen, wenn jemand gewandert ist zwischen mehreren Ländern. Wenn man heute in der Versicherungsbiografie anguckt, ist es ja nicht nur Deutschland, Großbritannien, der ist vielleicht vorher in die Niederlande gegangen ist. Nein, wir würden dann die niederländischen Zeiten nicht berücksichtigen für die 45 Jahre. Und hinzu kommt noch, dass das jetzige Gesetz in der Berechnung in die 883 mit seinen ganzen Modalitäten verweist. Wir haben alle Rechenprogramme da. Wir brauchen nichts neu programmieren. Würden wir das 1960er Abkommen anwenden, dann muss ich sagen, würden unsere Techniker sagen, das können wir gar nicht umsetzen, weil das würde einen riesigen Programmieraufkreis bedeuten. Und wir müssten eventuell 77.800 Bestandsrenten neu berechnen, wo möglicherweise Zeiten drin sind, die auch in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegt worden sind. Also wir sind froh, dass wir dieses Gesetz bekommen. Vielen Dank, Frau Glöckner. Ich würde gerne mal
Meine Frage geht an Herrn Petersen. Und ich würde gerne wissen wollen von Ihnen, ob Kindererziehungszeiten oder Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung, die in Großbritannien bis zum Austritt zurückgelegt wurden, ob die weiterhin berücksichtigt werden. Ja, kann ich eindeutig sagen, werden weiter berücksichtigt. Es geht im das sogenannte In-Prinzip in der Versicherung. Das heißt, in dem Moment, wo die Zeiten zurückgelegt worden sind, sind das entstandene Versicherungszeiten, und Kindererziehungszeiten sind Versicherungszeiten. Also eine Zeit, die entstanden ist, kann nicht untergehen. Und soweit würden wir diese Zeiten noch zukünftig berücksichtigen. Zu einer weiteren Frage, Frau Glückner. Auch die geht an Herrn Petersen, und ich würde von Ihnen gern wissen wollen, ob ein Austritt des Vereinigten Königreichs dazu führt, also wenn Großbritannien aus der EU austritt, ob dies dazu führt, dass Rentnerinnen und Rentner und auch ihre Familienangehörigen mit erstem Wohnort oder gewöhnlichem Aufenthalt in Großbritannien Einschränkungen haben werden bei der Zahlung von Renten? Nein, das ist ausdrücklich geregelt. Es gibt einen hinreichenden Bestandsschutz, und der Artikel, der Paragraph 33 im Brexit so sich sagt, dass der Leistungsexport von Renten ausdrücklich gewährt wird. Also es wird keine Reduzierung des Zahlbetrages vorgenommen. Für die SPD-Fraktion Herr Kapschak. Vielen Dank. Meine Frage geht an die BA. Das Thema ist schon angesprochen worden, aber ich will noch mal nachhaken. Das Innenministerium plant im Fall eines eine Ministerverordnung, die die Aufenthaltsrechte von britischen Staatsangehörigen für 3 Monate absichert. Für den weiteren Aufenthalt nach Ende der Übergangszeit benötigen britische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel nach den Regelungen für Drittstaatsangehörige. Die eigenständige Absicherung des Lebensunterhalts und die damit verbundene Aufnahme des Beschäftigungsverhältnisses spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, gerade schon für in Deutschland lebende und arbeitende britische Staatsangehörige Sonderregelungen zu erstellen, die einen erleichterten Arbeitsmarktzugang gewähren? Herr Armbruster. Die geplante Ministerverordnung halten wir für eine gute Regelung, weil wir zunächst einmal die Briten, die in Deutschland leben, für 3 Monate praktisch ohne Aufenthaltstitel weiterhin ihr Leben und arbeiten können. In dieser Zeit können sie dann einen Antrag stellen auf weiteren Aufenthalt, der dann so lange wirkt, bis darüber eben entschieden ist. Die Frage ging aber in die Richtung, was ist dann darüber hinaus? Darüber hinaus wäre es jetzt so, dann wären Briten praktisch Drittstaatsangehörige und sie hätten nach aktuell geltendem Recht die Möglichkeit, einen Aufenthaltstitel zu erhalten, wenn sie einen Hochschulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Engpassberuf hätten. Denkbar wäre schon, dass man für die Briten, die bereits zum Zeitpunkt des Austritts hier gelebt und gearbeitet haben, noch einmal eine Nachbildung von diesem Paragraph 26 der Beschäftigungsverordnung, einen erleichterten Zugang für alle Beschäftigung in Überlegung ziehen könnte. Das ist aber letztlich dann eine politische Entscheidung. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion jetzt Frau Tack. Ja, danke schön. Ja, ist interessant. Meine Frage geht an die deutsche Rentenversicherung. Wie kann der Herausforderung begegnet werden, dass sich das Austrittsdatum Großbritanniens kurzfristig verschiebt, der Gesetzentwurf jedoch an vielen Stellen ein Austrittsdatum zum 29. März 2019, 24 Uhr voraussetzt? Also für uns wäre das sehr zielführend, wenn man dieses feste Datum durch eine Regelung schaffen würde zum Zeitpunkt des Austrittes. Dann sind wir flexibel, dann können wir als Rentenversicherung uns auch darauf vorbereiten. Wir haben im Übrigen eine Lenkungsgruppe bei den Rentenversicherungsträgern eingerichtet, um zielgerichtet unsere Kunden zu informieren. Und das wäre sehr hilfreich, wenn man sagen würde, in unserem Internetauftritt, wir informieren euch, wir können aber noch nicht sagen, wann. Aber zum Zeitpunkt des Austritts treten folgende Regelungen in Kraft. Jetzt noch mal Frau Tack. Ja, herzlichen Dank. Meine nächste Frage geht an Professor Steinmeier. Was bedeutet die teilweise Deckungsgleichheit des Gesetzentwurfs und des Verordnungsvorschlages der Kommission angesichts des Unionsrechts
rechtlichen Wiederholungsverbots. Professor Steinmeier. Also dieses unionsrechtliche Wiederholungsverbot bedeutet, dass man eigentlich, was in Gesetzes-, was in Verordnungsrecht geregelt ist, nicht noch einmal im nationalen Gesetz vorsehen dürfte. Das ist nicht unbedingt sanktionsbewehrt. Also sozusagen, es tut nicht weh, wenn man sich nicht dran hält. Das ist eine Antwort darauf. salopp, also vielleicht etwas salopp, aber ist die Wahrheit. Und das Zweite ist, dass wir hier eine Sondersituation, aus meiner persönlichen Sicht eine Sondersituation insofern haben, als wir es hier eben mit einem Verordnungsvorschlag haben, der sich nur an die Mitgliedstaaten richten kann, und mit einem Gesetz, was den Fall zu einem dann nicht mehr Mitgliedstaat betrifft. Und von daher geht das für mich beides auseinander. Frau Schmidt. Eine weitere Frage an die Deutsche Rentenversicherung. Jetzt mal nicht um Fragen der Qualität, sondern der Quantität. Können Sie uns sagen, wie viele deutsche und wie viele britische Staatsangehörige ungefähr von den Regelungen im Gesetz betroffen sein werden? Und ob durch die Regelungen im Gesetz der deutschen Rentenversicherung Mehrkosten entstehen und wenn ja, in welcher Höhe? Also wir haben das jetzt nicht nach Staatsangehörigen hinterlegt, unseren Zahlbestand, sondern nach Zeiten. Und wir haben in unserem Zahlbestand ungefähr 78.000 Bestandsrenten mit britischen Zeiten. Es kommt jährlich ungefähr ein Rentenzugang in Höhe von knapp 4.000 Renten dazu. Der letzte Zugang, das war aus dem Jahr 2017. Aktuellere Zahlen haben wir noch nicht. Dadurch, dass es aber in der Berechnung eine Pro-Rata-Berechnung geht, das heißt, jeder Staat zahlt aus den Zeiten, die in seinem Land zurückgelegt worden sind. Wir übernehmen quasi keine britischen Zeiten und zahlen britische Zeiten, sondern wir zahlen aus rein deutschen Zeiten. Können wir uns nicht vorstellen, dass da große Mehrkosten entstehen durch diesen Gesetzentwurf. Vielen Dank, Frau Schmidt. Und noch eine Frage an die Deutsche Rentenversicherung. Könnten die Regelungen des Sozialversicherungsabkommens von 1960, das wir ja hier auch schon angesprochen hatten, ergänzend angewandt werden, gerade auch in Bezug auf eine gegenseitige Zusammenarbeit? Herr Petersen. Herr Dr. Steinmeier hat schon die Kongruenz erzählt und da sind wir völlig d'accord, weil wir auch immer sagen, das Abkommen ist nicht gekündigt worden, es findet weiter Anwendung. Wir haben im Übrigen Rentenfälle der Isle of Man, die neben der 883 auch berechnet werden, was uns sehr viel Arbeit macht, weil wir keine Programme haben. Aber gerade für das Verwaltungsverfahren ist das sehr hilfreich, das ist die rechtliche Grundlage. Und auch insbesondere wegen des anzuwendenden Rechtes würde uns das Abkommen von 1960 sehr helfen. Also die Isle of Man kommt ja ganz groß raus, Frau Schmidt. Eine letzte Frage wahrscheinlich. Auch an die Deutsche Rentenversicherung. Führt der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU dazu, dass Rentnerinnen und Rentner und ihre Familienangehörigen mit Wohnort und gewöhnlichem Aufenthalt in Großbritannien Einschränkungen bei der Zahlung von Renten befürchten müssen? Herr Schmidt. Herr Petersen, Entschuldigung. Das ist ausdrücklich im Gesetz so vorgesehen, dass quasi es zu keinen Kürzungen, zu keinen Ruhen, zu keiner Veränderung des Zahlbetrages kommen kann. Das ist eine ausreichende Besitz- und Bestandsschutzregelung, die die Betroffenen erfahren durch das Gesetz. Und insoweit kann ich Ihre Befürchtungen entkräften. Gibt es noch eine Frage von der? Dann haben wir keine weiteren Fragen mehr. Damit sind wir am Ende der Befragungsrunde der SPD-Fraktion angekommen und kommen jetzt zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Da hat sich als erstes gemeldet Herr Springer. Ja, Herr Vorsitzender, danke schön. Meine Frage richtet sich zunächst an Professor Dr. Steinmeier und dann an Herrn Professor Dr. Beck. Herr Professor Steinmeier, Sie werfen in Ihrer Stellungnahme den Problembereich auf, der die A1-Bescheinigung betrifft. Sie sagen, mit dem Hard Brexit würden diese A1-Bescheinigung, die ja quasi die Zugehörigkeit zu einem sozialen Sicherungssystem ausweisen, dass diese die Wirkung verlieren würden. Das heißt, es kann unter Umständen sein, dass Großbritannien europäische A1-Bescheinigung nicht anerkennt oder aber auch gar keine A1-Bescheinigung ausstellt. Und die Frage an Sie, die ich da hätte, wäre, wie müsste das vorgelegte Gesetz ausgestaltet sein, um die Situation einer Doppelversicherung bzw. auch einer doppelten Leistungsgewährung zu vermeiden? Vielen Dank, Professor Steinmeier. Vielen Dank für diese hochinteressante Frage, weil es ist Folgendes, dass die A1-Bescheinigung nicht mehr gelten kann, liegt schlicht und einfach daran, dass sie auf der Gegenseitigkeit beruht. Und weil die Gegenseitigkeit weg ist,
besteht für die Briten kein Anlass, mehr eine auszustellen. Die Verordnung gilt nicht mehr. Und unsere anzuerkennen, warum sollten sie? Also von da ist die weg. Das heißt, an die Stelle tritt dann entweder das Abkommen oder aber es treten die Vorschriften der § 3 bis 6 SGB 4. Das ist nämlich das Recht zu den Drittstaaten, das deutsche Recht. Das würde dann Anwendung finden. Was Sie gerne hätten, sagen wir es mal so, das formulieren, das setzt voraus ein gegenseitiges Zusammenwirken. Das heißt also, da brauche ich zwei Leute, zwei Partner, die sagen, wir sind uns einig, das. Wenn ich das nicht mache, sind automatisch unvermeidbar Versicherungslücken da. Also wenn wir sagen... Herr Professor Steinmeier, ein bisschen mehr ins Mikrofon, sonst können wir das nicht aufschreiben. Entschuldigung. Dann sind automatisch, also man kann einseitig, bei einseitigem internationalen Sozialrecht, kann man Lücken und Doppelleistungen nicht von vornherein vermeiden, weil jedes Land nach seinen Regeln vorgeht. Das eine Land sagt, die decken wir ab, den Fall. Und das andere Land sagt, in dem Fall decken wir nicht ab oder beide decken ab. Das lässt sich nicht vollständig vermeiden. Das ist also so, wie es ist. Und deshalb ist auch verständlich, dass der Gesetzentwurf genau die Kollisionsnorm, so nennt sich das im Fachjargon, nicht oder nur begrenzt aufnimmt, weil er nämlich das gar nicht leisten kann. Professor Beck. Vielen Dank. Also ich sah diesen Punkt ebenfalls in der Stellungnahme des Kollegen. Ich habe das nicht eingehend geprüft, aber ich würde dazu ganz gerne einige Anmerkungen machen, die einer Lösung vielleicht Vorschub leisten könnten. Die britische Regierung hat im bereits verabschiedeten sogenannten European Withdrawal Act 2018 den mit Abstand größten Teil des auf der Basis der EU-Verträge bis zum 29. März dieses Jahres verabschiedeten EU-Corpus Juris bereits in britisches Recht überführt. Das heißt, die EU-Gesetzgebung im Grunde zum Stande des 29.03.2019. Dazu gehört auch die EU-Sozialgesetzgebung, die derweil weiterhin Gültigkeit hat, jedoch nur für die EU-Bürger, deren Ansässigkeit bestätigt werden wird. Damit ist eine gewisse Gegenseitigkeit bereits gegeben. Selbstverständlich könnte und sollte man die in Form eines bilateralen Abkommens auch völkerrechtlich absichern und untermauern. Vielleicht noch eine Bemerkung am Rande hinzu. Übrigens haben die Briten die hier bereits erwähnte Problematik des noch ungewissen Austrittsdatums in diesem von mir erwähnten European Withdrawal Act bereits gelöst, indem sie das präzise Datum durch die Formel Zeitpunkt des Austritts ersetzt haben. Das heißt also, das, was hier vielleicht noch zu ändern wäre, das ist kein großes Unterfangen, das haben die Briten in diesem hier, wie ich meine, wohl in der deutschen Öffentlichkeit nicht recht beachteten European Withdrawal Act bereits vorgenommen. Nun, da hier bereits zumindest der Wille zur Gegenseitigkeit bereits vorhanden ist, scheint mir hier vielleicht auch für die Bundesrepublik der beste Weg, dass statt neuer, vielleicht übereinzelter Gesetze in diesem Gebiete wie auch anderen, die Bundesregierung einfach den bestehenden Acquis communautaire in der EU-Sozialgesetzgebung oder auch anderen Bereichen weiterhin auf Großbritannien für bereits dort nach britischem Recht ansässige deutsche Staatsbürger anwendet. Eine Art und auf dieser Basis eine Art Sozialgegenseitigkeitsgesetz anlässlich des Brexits verabschieden könnte. Nun muss ich hinzufügen, dass die einstweilige Absicherung des Besitzstandes an Leistungsansprüchen
deutscher Staatsangehöriger in Großbritannien natürlich nicht bedeutet, dass der von Großbritannien einstweilen in britisches Recht überführtes EU-Recht, dass dieses EU-Recht in Zukunft nicht abgeändert werden könnte. Nicht? Sofern die Bundesregierung erwäge, solch ein Gegenseitigkeitsgesetz der Vereinfachung halber auch hier in Deutschland zu verabschieden, müsste man also ein Auge werfen, ob die Briten den Acquis communautaire in Zukunft verändern würden. So könnte man im Übrigen nicht nur im Bereich der Sozialgesetzgebung verfahren, sondern auch vielen anderen Sachbereichen, wo jetzt eher übereilte Gesetze verabschiedet werden. Aber noch einmal, wichtig wäre dann immer, dass jemand damit beauftragt wird, ein Jurist, der sich im britischen Recht auskennt, auch im EU-Recht, darauf zu achten, welche Änderungen die Briten hier fortlaufend vornehmen. Selbstverständlich müsste das in Deutschland dann entsprechend beachtet werden. So könnte man in die deutschen Gesetze einfach die Klausel aufnehmen, unter dem Vorbehalte der Gegenseitigkeit gelten folgende EU-Regelung weiter. Nun, ich habe bereits erwähnt und vielleicht noch zwei Bemerkungen dazu, dass man ein solches deutsches Gesetz selbstverständlich durch ein aktualisiertes deutsch-britisches bilaterales Sozialabkommen ergänzen sollte. Und abschließend sind selbstverständlich die Vorgaben des EU-Rechtes zu beachten, wie das Professor Steinmeier bereits in seiner Stellungnahme erwähnt hat, mit besonderem Bezug auf den EU-Verordnungsentwurf. So aus dem freien Galopp kann ich nicht sagen, ob Einzelpunkte hier mit EU-Recht kollidieren, aber grundsätzlich scheint mir das nicht der Fall. Vielen Dank, Professor Beck. Herr Kleinwächter. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir bleiben im Thema mit einer Frage an Professor Steinmeier wiederum. Und zwar bezüglich der festgelegten Fristen und Daten, die in diesem Gesetzentwurf zu finden sind. Sie haben das selbst ausgeführt. Der Verordnungsentwurf der Europäischen Union denkt eher an den 30. März 2019. Wir haben aber gewisse Regelungen in diesem Gesetzesentwurf, die bis 2024 gehen. Und es ist gerade von Herrn Professor Beck erwähnt worden, man hätte vielleicht ein neues deutsch-britisches Sozialabkommen aushandeln sollen, das dann mehr Sicherheit gibt. Inwiefern unterscheiden sich ja also die Denkrichtungen in dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung und im Verordnungsentwurf der Kommission bezüglich eben der Gültigkeit von Übergangs- und Sonderregelungen? Und wäre nicht tatsächlich der Bundesregierung anzuraten gewesen, jetzt sehr schnell ein deutsch-britisches Sozialversicherungsabkommen zu erarbeiten? Vielen Dank. Bevor Professor Steinmeier antwortet, bitte Herr Beck, das Mikro ausschalten. Diesmal passe ich auf. Ich würde also meiner Ansicht nach kann man in diesen Fällen, was Sie gerade andeuten, diese längeren Fristen und dass wir jetzt das machen, also ein Sozialversicherungsabkommen, damit anzufangen. Ein Sozialversicherungsabkommen zu schließen, ist jetzt für mich unrealistisch, denn wir reden ja gerade über eine Situation, wo man sich nicht einig ist. Das heißt, also wir laufen in eine Sache hinein, die im schlimmsten Fall in 6 Wochen, passiert. Und jetzt vorher, im Vorgriff ein Abkommen zu schließen, da ist man in den Verhandlungen eh noch nicht angekommen. Das heißt also, von daher ist das, glaube ich, keine sinnvolle Methode. Und das andere, was man dann ergänzen kann, deshalb sind diese Fristen, die da sind, von meiner Seite her auch diesen Satz vielleicht noch zu Ende, die Fristen sind deshalb richtig, weil man hoffen kann, dass in 5 Jahren ein Abkommen geschlossen sein kann und dann haben wir eine geschlossene Linie. Also das ist, so würde ich das sehen hier. Danke. Vielen Dank, Professor Steinmeier. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der AfD-Fraktion und kommen jetzt zur FDP-Fraktion. Es hat sich gemeldet als erster Herr Kronenberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an Dr. Koch von der British Chamber of Commerce in Germany und Frau Schütz von der BDA. Wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzesentwurf im Hinblick auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit? Stellen die vorgesehenen Regelungen ein Problem
für die Arbeitnehmerfreizügigkeit da. Vielen Dank, Herr Grunberg. Herr Koch. Der Gesetzentwurf ist aus unserer Sicht zunächst einmal begrüßenswert, weil für Arbeitnehmer und Unternehmen in den jeweiligen Bereichen Sicherheit geschaffen wird. Auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit hat er allerdings keine unmittelbare Wirkung, weil die Arbeitnehmerfreizügigkeit gerade nicht Gegenstand dieses Gesetzes ist. Sie fällt weg mit dem Brexit. Das heißt, das hatten wir eben auch schon gehört, mit dem Brexit wird eine 3-Monats-Frist gesetzt werden, innerhalb derer Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnisse beschafft werden müssen. Und da wäre es aus unserer Sicht, das würden wir etwas anders sehen, wichtig, schnellere, längere Fristen zu haben, die den betroffenen Personen, die in Deutschland zumindest tätig sind, und den Unternehmen, die solche Personen beschäftigen, die von dem Brexit betroffen sind und einen Aufenthaltstitel benötigen, um dort mehr Flexibilität zu geben und Sicherheit, um schneller zu reagieren. Wir halten die gesetzten 3 Monate für zu gering. Vielen Dank, Dr. Koch. Frau Schulz. Ja, also zunächst ist aus unserer Sicht natürlich zu begrüßen, dass durch den Gesetzentwurf Rechtssicherheit geschaffen wird für die Personen, die in der Vergangenheit Gebrauch von ihrem Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit gemacht haben. Wie wir bereits angesprochen haben, erfasst er natürlich keine Regelung für die Zukunft. Also da müssen wir uns auf die Ausverhandlung der zukünftigen Beziehungen oder müssen wir diese abwarten. Ein wichtiges Thema für uns als Arbeitgeber ist darüber hinaus das Thema der Entsendung und die angesprochene A1-Bescheinigung. Hier fehlt uns die Rechtssicherheit, nicht nur in Bezug auf zukünftige Entsendungen, sondern auch auf laufende Personaleinsätze zum Austrittszeitpunkt, da wir eben nicht sicher sein können, dass A1-Bescheinigungen im Vereinigten Königreich weiter anerkannt werden. Aber wir haben darüber gesprochen, dass dies eben durch den Gesetzentwurf von deutscher Seite allein nicht zu regeln ist. Also wir begrüßen das, was der Gesetzentwurf macht, in dem Rahmen des Möglichen. Vielen Dank, Frau Schulz. Jetzt wieder Herr Kronenberg. Vielen Dank, Frau Schulz. Sie sind schon auf die Entsendungen eingegangen. Meine zweite Frage betrifft genau dieses Thema, geht an Herrn Dr. Koch und wieder an Sie, Frau Schulz. Können Sie etwas sagen zu der Bedeutung von den Entsendungen in das Vereinigte Königreich bzw. auch vom Großbritannien nach Deutschland, eventuell auch was über Größenordnungen und welche Maßnahmen sollten seitens der Bundesregierung getroffen werden, damit Entsendungen weiterhin durchgeführt werden können? Vielen Dank, Herr Dr. Koch. Zu dem Umfang der Entsendungen haben wir keine Zahlen, die wir nennen könnten. Entsendungen sind für die Mitgliedsunternehmen unseres Verbandes in beide Richtungen wichtig und gerade für Unternehmen, die sowohl in England oder die sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Deutschland tätig sind, ist es wirtschaftlich und persönlich wichtig, Mitarbeiter in beide Richtungen entsenden zu können. Wie kann das geschehen? Wir hatten eben einmal darüber gesprochen, dass Aufenthaltstitel erleichtert werden müssten, dass es Möglichkeit geben sollte, Visa oder Arbeitsvisa nach Austritt schneller zu erlangen. Das ist etwas, was wir einseitig tun können. Der britische Gesetzgeber ist dazu aufgerufen, auf britischer Seite Ähnliches zu schaffen. Das ist zum Beispiel wichtig, nicht nur für Unternehmen, die bei uns tätig sind, sondern auch zum Beispiel für Logistikunternehmen mit Mitarbeitern wie Lkw-Fahrern, die in Deutschland tätig sind. Einmal also Visa, Arbeitserlaubnisse und dann wäre eine Klarstellung, das würde ich auch sehen, eine Klarstellung erforderlich für die Bescheinigungen. Da hatten Sie ja eben schon darauf hingewiesen, dass das bilateral zu erfolgen hat, aber eine Klarstellung wäre zumindest gut, um hier mehr Rechtssicherheit oder Vertrauen zu schaffen. Vielen Dank. Frau Schulz. Ja, allzu viel kann ich dem nicht hinzufügen. Mir liegen leider auch keine Zahlen vor, die ich Ihnen jetzt nennen könnte zu den Entsendungen ins Vereinigte Königreich oder umgekehrt. Aber für unsere Mitgliedsverbände und deren Mitgliedsunternehmen ist es auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, dass die Möglichkeit der Entsendung auch über den Austritt hinaus weiterhin geleistet bleibt, da eben durch die langjährige Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU im Binnenmarkt dort enge Verknüpfungen bestehen, denen auch in Zukunft irgendwie Rechnung getragen werden muss. Wir würden es begrüßen, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass diese A1-Bescheinigungen, die bereits ausgestellt wurden und über den Austrittszeitpunkt hinaus theoretisch gelten würden, dann auch weiter
geltend anerkannt werden. Aber wir haben bereits über die Problematik gesprochen, dass dazu die Kooperation des Vereinigten Königreichs erforderlich wäre. Vielen Dank, Frau Schulz. Als nächstes wieder Herr Kronenberg. Ja, meine dritte Frage geht an Herrn Dr. Weber vom IAB und knüpft an eine Frage von Dagmar Schmidt zum Fachkräftemangel. Inwieweit könnte sich der Fachkräftemangel in den vom Brexit betroffenen Branchen, zum Beispiel Industrie, durch einen Hard Brexit noch verschärfen? Und wie realistisch ist es, dass Zuwanderung aus anderen europäischen Staaten nach Deutschland umgelenkt wird? Professor Weber. Also wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Migrationsströme in Europa deutlich variabler geworden sind. Die ändern sich schneller. Und dementsprechend würde ich sagen, es ist durchaus realistisch, dass Migration umgelenkt wird, wenn ein Land nicht mehr zum Gebiet der Arbeitnehmerfreizügigkeit dazugehört. Tatsächlich sehen wir auch schon in den IST-Zahlen, dass der Migrationssaldo des Vereinigten Königreichs mit den osteuropäischen Ländern sich verschlechtert hat. Also da hat Großbritannien in den früheren Jahren sehr viel gezogen. Mittlerweile ist das schon ausgeglichen. Das heißt, wir würden davon ausgehen, dass diese Umlenkung bereits stattfindet. Und wir würden auch davon ausgehen, dass Deutschland durchaus auch Ziel einer solchen Umlenkung sein kann. Da muss man schauen, was sind die entscheidenden Argumente für Migranten. Da zählt zum Beispiel die Arbeitsmarktsituation. Da ist Deutschland sicherlich im Moment in Europa ziemlich weit vorne. Und da zählt zum Beispiel auch, wie viele Menschen der entsprechenden Nationalität in einem Land bereits sind. Auch da gehen Migranten dann eher hin. Und da befinden sich doch Gemeinschaften, zum Beispiel wenn man auf Polen und andere Nationalitäten schaut, in Deutschland, die auch in Großbritannien oder bei der Zuwanderung nach Großbritannien recht stark vertreten waren. Von daher würden wir davon ausgehen, das kann durchaus an zusätzlicher Migration nach Deutschland in den fünfstelligen Bereich gehen. Und das wären dann natürlich Arbeitskräfte, die angesichts der bevorstehenden demografischen Schrumpfung in Deutschland auch durchaus in den meisten Fällen gebraucht würden. Vielen Dank, Professor Weber. Herr Kronenberg. Ja, die nächste Frage geht an Herrn David Hole von dem Verein British in Germany. Inwieweit gibt es aus Ihrer Sicht Rechtssicherheit für die Betroffenen, die betroffenen Rentner, die von der Grundsicherung leben oder ALG-2-Empfängern bzw. Menschen mit Behinderung? Wie bewerten Sie die vorgesehenen Regelungen des BMI in Bezug auf das Aufenthaltsrecht? Herr Hohl. Daniel, ich danke für die Worterteilung. Genau technisch zu dem Punkt, die Auswirkung zur Arbeitslosengeld II-Empfänger, kann ich direkt keine Angaben machen. Ich kann aber zu der Position mit Aufenthaltstitel sehr wohl etwas dazu ausführen. Das hängt aber zusammen auch mit dem, was ich dazu sagen wollte, auch im Hinblick auf diesen Gesetzentwurf. Weil das trifft aus meiner Sicht die Problematik der Drei-Monats-Frist. Und die ist aus Sicht von British in Germany für diesen Zweck und für andere Zwecke, die auch angesprochen worden sind, zu kurz. Und ich sehe, die Zeit ist abgelaufen. Ja, aber Sie können den Satz schon noch zu Ende machen. Okay, wunderbar, danke. Und wie gesagt, das zum Teil, das kommt auch, was ich dann in der nächsten Runde auch mal dann ansprechen wollte. Diese Frist ist zu kurz, denn, weil es umfasst sehr viele Gesichtspunkte. Ich weiß, dass von der BMI bis jetzt gedacht ist, dass eine Frist von 3 Monaten ab Austrittsdatum britischen Bürgern gewährt werden sollte, indem sie von der Notwendigkeit, einen Aufenthaltstitel befreit werden. Und innerhalb dieser Frist von 3 Monaten haben sie einen Aufenthaltstitel zu beantragen. Das Problem derzeit damit ist, dass niemand weiß, was für ein Aufenthaltstitel dann zu beantragen ist. Und wir sind jetzt 6 Wochen davon entfernt. Diese Information ist noch nicht vorhanden. Ich stelle mir das vor, verwaltungstechnisch ziemlich höllisch, dass plötzlich innerhalb von 3 Monaten, es sind in Deutschland, in der Bundesrepublik, 117.000 britische Staatsangehörige.
wenn die alle einen Aufenthaltstitel irgendeiner Art und Form innerhalb von 3 Monaten dann beantragen müssen, wird das sehr schwer zu bewältigen sein. Okay, vielen Dank, Herr Hohl. Dann sind wir damit am Ende der Fragerunde der FDP-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und da hat sich Frau Krellmann als erstes gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich auch an Herrn Hohl. Ich würde gerne Ihnen die Möglichkeit eröffnen, dass Sie die Ausführungen, die Sie eben begonnen haben, noch zu Ende führen können. Und darüber hinaus würde ich mich noch mal ganz speziell mit der 3-Monats-Frist und der Frage in Richtung Krankenversicherung eine Frage formulieren. Wenn der Gesetzesentwurf ab dem Austrittsdatum für diejenigen vorschreibt, die in die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung wollen, ob Sie dann Probleme sehen, was die Frist angeht und was Ihre Wünsche wären und wie Sie meinen, dass damit umgegangen werden muss. Herr Hohl. Dann vielen Dank für die Frage. Wie bereits gesagt, es sind 117.000 Briten in der Bundesrepublik. Das sind eine ähnliche Anzahl auch von deutschen Staatsangehörigen in Großbritannien. Und diese Bürger, diese Personen steuern einer sehr ungewissen, unsicheren Zeit entgegen. Insofern dieser Gesetzesentwurf, soweit möglich einseitig eine Regelung zu finden, wo Rechtssicherheit gewährt werden kann, wird von British in Germany eigentlich sehr gerne gesehen und sehr hoch begrüßt. Ich denke, dass die Zielsetzung des Gesetzentwurfs ist auch überwiegend sehr gelungen. Aber in dem einen Gesichtspunkt, wie ich bereits erwähnt habe, denke ich, ist das Ziel verfehlt. Und ich finde diese Frist zunächst da in § 6 Absatz 2, das ist diese Frist zur Anzeige des Beitritts zur freiwilligen Krankenversicherung. Das ist eine dreimonatige Frist. Die ist, wenn man das auch zusammen betrachtet, mit der Notwendigkeit, in dem gleichen Zeitraum einen jetzt als bis jetzt unbestimmten Aufenthaltstitel zu beantragen, ist zu kurz bis zum kaum machbar. Warum ich das denn sage? Ich betrachte das als zwei Blickwinkel. Das ist das Allgemeine und dann das Spezifische. Wir haben schon davon gehört, dass möglicherweise mit dem Austritt am 30. März das Abkommen aus 1960 dann wieder auferlebt und möglicherweise Anwendung finden kann. Das ist eine strittige Frage, ob sie überhaupt passiert. Wir scheinen uns aber einig zu sein, dass diese Problematik dann nicht ausreichend geregelt wird. Und jeder ist der Auffassung, glaube ich, soweit ich das dem Gespräch entnommen habe, dass hier eine Lösung in einem bilateralen Abkommen zu suchen ist. Und das wird sicher Zeit in Anspruch nehmen. Ich denke, das wird Rekordzeit, wenn das innerhalb einer Frist von 3 Monaten zu erledigen wäre. Die Europäische Kommission in der Pressemitteilung hatte die Mitgliedstaaten dann angesichts eines harten Brexits dazu aufgefordert, mit den betroffenen britischen Bürgern so weit wie möglich, so rechtlich zulässig, großzügig umzugehen. Ich blicke kurz ins Ausland und ich sehe, dass die Franzosen bereits diese Problematik angesprochen haben und haben sich dafür entschieden, dass für die Koordinierung der sozialen Sicherheit, dass mindestens ein Zeitraum von bis 2 Jahren dann gewährt werden sollte, in dem da die betroffenen Bürger weiterhin die Rechte ausüben können, die sie bis jetzt hatten auf dem Bereich. Vorausgesetzt aus französischer Sicht, dass Franzosen in Großbritannien ähnlich auch behandelt werden. Und wenn ich in das jüngste Papier des Dexit, wie es so schön heißt, the Department for Exiting the European Union, und Bürgerrechte, sehe ich da die Erklärung drin, die Bereitschaft ab dem 29. März, dass in Großbritannien lebenden EU-Bürger weiterhin den Zugang zum Gesundheitsdienst beibehalten werden und weiterhin da geschützt werden sollen. Der Gesetzesentwurf gewährt eine Frist von 3 Monaten, um den Beitritt zur freiwilligen Versicherung dann anzuzeigen. Das setzt voraus, dass der Betroffene, ich gehe davon aus,
eine Menge Informationen zu verdauen hat, weil es hier sind Informationspflichten, den Leuten dann zu erklären, was das bedeutet, was sie dafür machen müssen, wie das auswirkt. Dass sie sich da natürlich über die Kosten davon informieren müssen, eine Entscheidung dann zu treffen, ob sie sich das leisten können. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, aus Kostengründen, insbesondere bei denjenigen, die eine britische gesetzliche Rente hier beziehen, dass vielleicht die Frage dann aufgeworfen wird, ehe dann nach Großbritannien zurückzugehen. Diese Frist ist für diese Fragen nicht ausreichend. Ich habe schon von Herrn Eisenbart wahrgenommen in Beantwortung der Frage von Frau Litzius und auch von Herrn Armbrüste, dass erfahrungsgemäß im Normalfall 3 Monate ausreichende Zeit ist. Das mag sehr wohl der Fall sein. Dieser Fall ist alles anders als normal und bedarf meines Erachtens einer Ausnahmeregelung. Und wenn ich das verknüpfe, auch mit der Voraussetzung, innerhalb des gleichen Zeitraumes dann einen Aufenthaltstitel zu beantragen, sehe ich eine gewisse, fast eine Härte auf diese Bürger dann zukommen, wo sie es einfach nicht bewältigen können in dem zur Verfügung stehenden Zeitraum. Was könnte das zur Folge haben? Steht auf der Website des BMI, dass britische Bürger, die aus der Pflicht eines Aufenthaltstitels befreit werden, nicht, und ich betone das Wort, sofort ausreisepflichtig werden. Soll es wirklich eine Möglichkeit hier geben, dass solche Bürger ausreisepflichtig werden können? Ich denke nicht, wenn mit denen, wie in der EU, in der Kommission Pressemitteilung dargelegt, großzügig umgegangen wird. Daher mein Plädoyer wäre dann bitte wesentlich mehr als 3 Monate für eine derartige Frist. Mindestens 6, besser 12. Und ja, ich danke dann für Ihre Aufmerksamkeit, was Sie dazu sagen wollten. Vielen Dank, Herr Hohl. Frau Krellmann. Ja, ich hätte nur noch eine kleine Frage hinterher und auch an Herrn Hohl. Im Grunde haben Sie ein paar Punkte ja schon dargelegt, was Sie meinen, was noch geändert werden müsste. Und gibt es aus Ihrer Sicht zu dem Gesetzesentwurf insgesamt noch weitere Punkte, wo Sie sagen würden, da müssten außerdem auch noch mal ein paar Sachen klargestellt werden? Herr Hohl, im Staccato, 32 Sekunden. Okay, ganz am Ende in der Stellungnahme hatte ich 2 kleine Fragen. Der erste hat sich erledigt. In Paragraph 25 Einsatz 2, diese Leistung bei Alter und an Hinterbliebenen, die Wörter für diesen Staat. Nach meinem Verständnis, wenn ich das lese, ist das mir nicht klar, ob die damit gemeinten zurückgelegten Versicherungszeiten sich auf Großbritannien dann einschränken oder sie auch andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch umfassen. Danke. Das war jetzt beeindruckend. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Grünen-Fraktion, der Linken-Fraktion. Herr Hohen, Sie haben mich für unser Konzept gebracht. Ja. Und wir kommen zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Strengmann-Kuhn. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Schreiber. Wenn ich Ihre Stellungnahme richtig verstehe, sehen Sie auch den Entwurf im Wesentlichen als positiv an. Sie stellen aber fest, es gibt Rechtsunsicherheiten, Schutzlücken und Sie haben sogar das eine oder andere Redaktionsversehen entdeckt. Ich frage mal zuerst nach den Schutzlücken. Wo sehen Sie Schutzlücken in dem Gesetzentwurf? Vielen Dank, Herr Dr. Schreiber. Ja, vielen Dank. Der Gesetzentwurf regelt vieles richtig. Er regelt auch einiges, wenn man ihn vergleicht mit dem Verordnungsentwurf der Kommission, wo er über den Kommissionsentwurf hinausgeht. Auch das wäre wichtig. Aber wie gesagt, es gibt auch ein paar Lücken. Auf 2 möchte ich aufmerksam machen. Zunächst die Frage der Regelung der Familienleistung und zum Zweiten ein paar Fragen zur freiwilligen Mitgliedschaft in der Krankenversicherung, dort insbesondere das Beitragsrecht. Zunächst zu den Familienleistungen. Wir in Deutschland neigen dazu, die Familienleistungen immer so etwas stiefmütterlich zu behandeln. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die Familienleistungen bereits in der ersten Koordinierungsverordnung der EU als Kernbereich der Sozialrechtskoordinierung vor 60 Jahren gesehen worden
Und die Familienleistungen sind EU-weit auch mehr als das deutsche Kindergeld oder das deutsche Elterngeld. Viele Staaten regeln die Familienleistungen auch in der Sozialversicherung. Deshalb ist die Gegenüberstellung des Entwurfs Sozialversicherung wollen wir regeln, Familienleistung nicht, aus einer europäischen Perspektive nicht die richtige Gegenüberstellung. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass ganz konkrete Rechtsverluste dadurch entstehen, dass diese Fragen nicht geregelt werden. Bislang sorgte das europäische Recht dafür, dass wir eine Tatbestandsgleichstellung bei der Frage haben, Kind im Staat A, Familienleistungsberechtigter im Staat B. Und wir hatten auch bislang das Prinzip des Leistungsexports. Beides fällt weg. Und das trifft Menschen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Also der deutsche Staatsangehörige, der in Deutschland lebt, dessen Kind regulär im Vereinigten Königreich eingeschult wird, hat ab 30.03. keinen Kindergeldanspruch mehr für dieses Kind, unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Im Bereich des Elterngelds haben bislang aufgrund des EU-Koordinierungsrechts Entsandte, Grenzgänger und solche Personen, die eine Ausnahmeregelung mit ihrem Arbeitgeber und den jeweiligen Staaten erzielen konnten, Anspruch auf Elterngeld, obwohl sie im Vereinigten Königreich gelebt haben. Das fällt weg, wenn die entsprechenden Kollisionsnormen zum 30.03. außer Kraft treten. Es gibt ähnliche Beispielsfälle, also Grenzgänger, Entsandte und Ausnahmeberechtigte, auch im Bereich der Kindergeldregelung. Da ist es aber etwas schwieriger, weil zum Teil an den steuerlichen Wohnsitz angeknüpft wird. Deswegen will ich das hier nicht weiter im Detail auffüllen. Aber ich denke, die Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, zeigt, dass es schon dramatisch ist, dass es also eine Vielzahl von tausenden Menschen, und zwar unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, betreffen wird. Also auch die deutsche Mutter, die ich gerade dargestellt hatte, die das Kind über entferntere Verwandte oder wie auch immer im Vereinigten Königreich eingeschult hat. Zu diesem Punkt. Der zweite Punkt ist die freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung. Da will ich nur kurz auf die beitragsrechtlichen Fragen eingehen. Der Gesetzentwurf regelt den Export von Beitragszuschüssen nach § 257 SGB V, die vom Arbeitgeber gezahlt werden, regelt bei den Rentnern auch den Beitragszuschuss zu privaten Krankenversicherungen, aber er regelt einen ganz wichtigen Bereich des Beitragszuschusses nicht, nämlich den Beitragszuschuss, der von der Deutschen Rentenversicherung an freiwillige Mitglieder gezahlt wird. Dort war bislang ein Verbot von Wohnortklauseln über Artikel 7 der Verordnung vorgesehen. Das fällt am 30.03. weg. Es lebt die Vorschrift des § 111 Absatz 2 des SGB 6 wieder auf, wonach eben dieser Beitragszuschuss nicht exportiert werden kann an Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben. Einen letzten Punkt möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Da habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme eine Schutzlücke zu viel gesehen. Bei den Drittstaatsangehörigen stellt es sich nicht ganz so dramatisch dar, wie ich es in meiner schriftlichen Stellungnahme dargelegt habe. Die Anwendung der Verordnung aus dem Jahr 2003 zugunsten von Drittstaatsangehörigen müsste im Wesentlichen alle Punkte abdecken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Schreiber. Herr Strengmann-Kuhn zur nächsten Frage. Ja, frage ich nochmal nach, was müsste denn gemacht werden, um diese Schutzlücken zu schließen, also insbesondere beim Elterngeld und Kindergeld? Genau. Wir bräuchten den Punkt, den Herrn Steinmeier schon angesprochen hat. Wir bräuchten einseitige Kollisionsnormen. Bislang haben wir nur den Paragraphen 4 des SGB 4, der für den Fall der Entsendung einseitig deutsches Recht auf das Vereinigte Königreich erstreckt. Wir bräuchten mehr solcher einseitigen Kollisionsnormen. Und da komme ich auch zu dem Punkt, wo schafft dieser Gesetzentwurf noch Unsicherheiten. Herr Professor Steinmeier hat es gesehen, genauso im Wesentlichen wie ich. Es ist fraglich, ob dieser Entwurf hinreichend solche einseitigen Kollisionsnormen regelt, die das deutsche Recht auch auf Auslandssachverhalte erstrecken. Da müsste doch einiges klarer geregelt werden, weil ich weiß nicht, ob jeder Verwaltungsbeamte oder auch jeder Richter, ich berichte ja auch ein bisschen aus meiner richterlichen Praxis, hier Problembewusstsein hat, dass wenn § 6 und § 7 zum Beispiel bei der freiwilligen Krankenversicherung besondere Beitrittsrechte regeln, dass dann natürlich auch geregelt werden muss, dass auf diese
Beitrittsrechte, deutsches Recht Anwendung findet. Vielen Dank, Herr Schreiber. Herr Strengmann-Kuhn. Also nach den Rechtsunsicherheiten hätte ich jetzt noch mal nachgefragt. Deckte das schon das komplett ab oder sehen Sie noch weitere Punkte, wo es Rechtsunsicherheiten geben könnte? Dr. Schreiber. Danke. Ich kann noch einen Punkt vielleicht ergänzen. Herr Professor Beck hat ja auf die britische einseitige Rechtslage aufmerksam gemacht durch den Withdrawal Act 2018. Ich habe bei meinen Recherchen für meine Stellungnahme natürlich in diese Richtung auch ein bisschen geforscht. Und mir scheint es so zu sein, dass die britische Sichtweise, dass wir hier einseitig britisches Recht, sagen wir, zementieren als, also EU-Recht als britisches Recht zementieren, das ist so geschehen, aber ob das auch dann ausgeführt werden muss, das scheint mir unklar zu sein. Ich habe eine Stellungnahme des britischen Arbeitsministers Alok Sharma gelesen, der in einem Amendment, in einem Entwurf zu einem Amendment zu diesem Withdrawal Act gesagt hat, also die Sachen, wo wir gegenseitig Zusammenarbeit brauchen, die können nicht vollzogen werden. Also haben wir da im Fall eines No-Deal-Brexits auch keinen Anwendungsbereich für das umgesetzte Unionsrecht. Vielen Dank, Dr. Schreiber. Damit sind wir auch am Ende der Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angekommen. Und wir kommen jetzt zur freien Runde. Da hat sich als erstes gemeldet Herr Birkwald von der Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Petersen von der Deutschen Rentenversicherung. Herr Petersen, was wird bei einem weiteren Ausbau der Mütterrente 2 nach dem Austritt von Großbritannien passieren? Wird es dann so sein, dass der Bestand der in Großbritannien Erziehenden von der Leistungsauswertung über den Zuschlag profitieren wird, die Versicherten aber nicht? Oder wird es hier auf das Zeitintervall bzw. den Zeitpunkt ankommen, zu dem die Erziehung geleistet wurde? Herr Petersen. Den Zeitpunkt der Erziehung an. Ich denke, für unsere Bestandsrentner, die wir jetzt schon Verfahren drin haben, wo die Entgeltpunkte erhöht werden und die Kindererziehungszeiten hören, da wird sich der Brexit nicht auswirken. Und für die zukünftigen Zeiten werden weiterhin Kindererziehungszeiten entstehen können durch die Sachverhaltsgleichstellung, was das Brexit-Gesetz so vorsieht. Dann würden ja auch Kindererziehungszeiten für zukünftige Generationen erhöht werden. Insoweit hätte die Mütterrente oder die, die von der Mütterrente betroffen sind durch den Brexit hier, zunächst keine negativen Folgen zu erwarten. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu Frau Brandner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, herzlichen Dank. Herr Schreiber, Sie haben es ja gerade schon gesagt, der Withdrawal Act hängt ja auch mit dem Withdrawal Agreement zusammen. Das hat der Arbeitsminister ja auch noch mal eben deutlich gemacht. Von daher die Frage mit im Falle der Gegenseitigkeit, wenn man das so regeln würde, wäre ja immer die Frage, was passiert, wenn es keine Gegenseitigkeit gibt? Und dafür bräuchte man ja dann trotzdem wieder unilaterale Gesetze. Also von daher, glaube ich, spielt die Regierung ja auf eine Sicherheit für den Fall, dass es eben keine Gegenseitigkeit gibt. Das ist ja auch notwendig. Noch mal eine Frage zu dieser mit den Kindern. Sie haben ja gesagt, dass mit Blick auf das Kindergeld, das wird ja einige Menschen treffen. Die Frage ist, meinten Sie die Ausweitung oder dass es mit aufgenommen wird für die heute dort lebenden Kinder? Das ist ja eine Frage im Sinne von, Kinder bewegen sich ja mit Schulaufenthalten eher kurzfristig, sind dafür ein Jahr, zwei Jahre. Also würden Sie sagen, das sollte gelten für alle Kinder, die heute dort sind, oder sagen, was sind da andere Fristen, die Sinn machen? Man kann es ja nicht komplett regeln, ohne dann irgendwann eine Reziprozität reinzubekommen. Dr. Schreiber. Danke. Nochmal zur Präzisierung, über welche Kinder wir reden. Die deutsche Verwaltungspraxis sieht, glaube ich, so aus, dass bis zu einem Jahr nicht vom Wegfall eines gewöhnlichen Aufenthalts ausgegangen wird. Also der normale Schüleraustausch ist von diesem Problem nicht erfasst. Aber dann, wenn ein gewöhnlicher Aufenthalt angemeldet wird, dann, also eine reguläre Einschulung im Vereinigten Königreich, dann greift das. Und die Problematik ist wirklich so, dadurch, dass der Entwurf, dass die Familienleistung von vornherein ausklammert, haben wir am 30.03. den Wegfall des Kindergeldanspruches eines deutschen Elternteils zugunsten der Kinder, die nur einen gewöhnlichen Aufenthalt im Vereinigten Königreich haben. Deswegen wäre da nur die Möglichkeit, eben die Regelungen, die wir jetzt in Artikel 7 und Artikel 67 der Verordnung haben, abzuschreiben und als deutsches Recht umzusetzen, Vielen um Dank. Diesen Anspruch zu erhalten. Vielen Dank, Dr. Schreiber. Als nächstes für die SPD-Fraktion Herr Hackverdi.
Danke, Vorsitzender. Ich habe eine Frage zu der konkreten Lebenssituation der deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in UK zu dieser Phase an die GKV, also an Herrn Eisenbart und Frau Gust. Wissen Sie, wie der Stand der Dinge ist, insbesondere was die Erstattungsfähigkeit oder das gesamte Erstattungsverfahren für Behandlungskosten angeht? Ich habe jetzt verschiedene Nachrichten gehört von Betroffenen, die sich schlecht informiert fühlen, die nicht wissen, ob sie sozusagen in Auslage treten müssen oder nicht. Und ich will, es ist nur das, was ich jetzt nur vom Hören sagen, haben mir Menschen gesagt, dass es sozusagen in britischer Hand ist, hier ausführlich zu informieren über die verschiedenen Alternativen, die man dann wählen kann nach einer jetzigen Vertragsbeendigung. Aber wir sind wir da vielleicht noch als deutscher Gesetzgeber in der Pflicht, unsere Leute im Ausland da zu informieren, weil wir vielleicht sehen in August eine Situation kommen, wo das andere für uns nicht tun. Ich sage Ihnen ganz genau, was der Hintergrund ist. Der Hintergrund ist insbesondere bei Patientinnen und Patienten, die sozusagen wiederkehrende Leistungen bekommen, dann sozusagen zum Quartalsanfang im April da aufschlagen und sozusagen sich auf ein bewährtes Verfahren verlassen, das dann von ad hoc auf einmal anders ist und auf einmal sollen die dann Bargeld mitbringen. Das ist jetzt einer der Fälle, an die ich denke. Aber mir kommt es eigentlich subjektiv dran. Wissen Sie, in welchen Informationsstand die haben und wie das Verfahren ist? Wer macht's, Frau Gust? Herr Eisenbart? Frau Gust. Ja, also genaue Zahlen, wie das, beziehungsweise Sachverhaltsschilderungen, wie jetzt die Aufklärung derzeit der Deutschen in Großbritannien ist, liegen uns nicht vor. Es ist aber von unserer Seite, von Seite des GKV-Spitzenverbandes, Verbindungsstelle DVKA, natürlich so, dass man versucht, die Informationen, die bereits rechtssicher vorliegen, jetzt auch für die entsprechenden Betroffenen aufzuarbeiten. Das betrifft im Übrigen nicht nur die Versicherten, sondern auch die Leistungserbringer, die Krankenkassen und gegebenenfalls auch Arbeitgeber, die betroffen sind. Und zumindest per Internetauftritt zur Verfügung zu stellen. Es ist natürlich so, dass man auch die Versicherten sicherlich über die nationale Kontaktstelle, die wir hier in Deutschland haben, auch beim GKV-Spitzenverband DVKA angesiedelt, beziehungsweise über die Krankenkassen informieren wird, sofern denn Informationen vorliegen. Jetzt haben wir hier diesen Gesetzentwurf, den wir ja gerade erst besprechen. Sofern noch mehr Klarheit besteht, wir arbeiten in Anführungsstrichen auf Hochtouren daran, den Krankenkassen entsprechende Informationen auch per Rundschreiben zur Verfügung zu stellen, wie Leistungsansprüche realisiert werden können, dass hier Aufklärungspflichten auch, die ja bei den Kassen bestehen, entsprechend nachgekommen werden kann, wird das gemacht. Zu diesem Punkt vielleicht noch mal der Übergangsfälle. Die Übergangsfälle sind ja hier in dem vorliegenden Gesetzentwurf mit dem Paragraph 14 geregelt worden oder werden zumindest geregelt. Natürlich haben Sie recht, dass ein Bruch entsteht, sofern es dazu kommt, dass das nationale britische System ab dem 30.03. nicht mehr absichert oder auch kein Dritter einspringt, dass dann gegebenenfalls Kostenerstattung statt Sachleistungsaushilfe beansprucht werden muss. Und der Versicherte hier gegebenenfalls erstmal in die Verpflichtung kommt, etwas vorauszuzahlen. Aber es wird sichergestellt werden, dass er die Kosten erstattet bekommt und das auch in einer entsprechenden Höhe. Derzeit ist ja im Gesetzentwurf geregelt, dass die Vergütungssätze... Frau Gust, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja, maximal die Inlandssätze betreffen und von daher man davon ausgeht, das ist auch der Gesetzesbegründung entsprechend zu entnehmen, dass man dem Versicherten, der sich dort im Königreich befindet, dann einfach auch die Kosten fast zu 100% erstatten kann. Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Herr Beek. Ja, meine Frage richtet sich nochmal an Dr. Schreiber. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme und auch gerade in dem, was Sie gesagt haben, darauf hingewiesen, dass große Teile des Leistungsrechts gar nicht umfasst sind in dem Anwendungsbereich. Sie weisen ausdrücklich hin auch auf Leistungen aus dem SGB 12. Meine Frage richtet sich an Sie mit Blick auf die Leistungen der Eingliederungshilfe. Wir haben mehrere hundert Personen allein in Deutschland aus dem Vereinigten Königreich oder mit deren Staatsbürgerschaft die Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Die sind bis zum 31.12.2019 auch noch aus dem SGB 12 zu leisten. Kann ich davon ausgehen, dass die ab dem 30. März auch keine Leistungen mehr erhalten können? Dr. Schreiber. Ja, vielen Dank. In den letzten Jahren haben wir ja viel über das Verhältnis zwischen Aufenthaltsrecht und Sozialrecht im Grundsicherungsrecht gesprochen. 2016 wurden nochmal die Leistungsausschlüsse im SGB 12 sehr stark verschärft und nochmal zugespitzt am Aufenthaltsrecht gekoppelt. Deswegen meine ich eigentlich, ist dieses Problem im Aufenthaltsrecht zu lösen und nicht im Sozialrecht. Wenn man die Regelung so strikt an das Aufenthaltsrecht koppelt, hat das natürlich radikale Konsequenzen auch für die Eingliederungshilfeleistungen.
Dank. Dann kommen wir zu Frau Letius von der CDU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an GKV-Spitzenverband, nochmal zur Pflegeversicherung. Welche möglichen Auswirkungen ergeben sich für Deutsche, die im Vereinigten Königreich arbeiten und im NHS leistungsberechtigt sind, bei Rückkehr nach Deutschland in Bezug auf die Pflegeversicherung? Frau Gust. Auch hier geht der Grundsatz, dass die Pflegeversicherung den Ansprüchen der Krankenversicherung dem Grunde nach folgt und die Versicherungszeiten, die in dem Zeitraum nach Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU entstehen, bis zu 5 Jahren zurückgelegt werden, die finden auch Anrechnung nach § 18 in Verbindung mit 11 des Übergangsgesetzes, sodass die Vorversicherungszeiten, die in der Pflegeversicherung erfüllt sein müssen, auch entsprechend berücksichtigt werden können und Versicherte in der Pflegeversicherung keine Nachteile erleiden müssen. Vielen Dank. Und als letztes jetzt Herr Kleinwächter für die AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Nochmal eine Kurznachfrage an die Agentur für Arbeit. Und zwar äußern Sie sich zu Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung. Und mich würde mal interessieren, wie viele Menschen das aktuell in Großbritannien machen und wie das überhaupt von britischer Seite aufenthaltsrechtlich in Zukunft potenziell weiter gestaltbar ist, ob Sie dazu Auskünfte haben. Vielen Dank, Herr Friedrich. Ja, zu einer Zahl haben wir keine Informationen. Kann ich Ihnen nicht sagen, wie viel das betrifft. Ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, dass es unserer Einschätzung nach eine sehr geringe Bedeutung haben wird. Insbesondere die § 45-Maßnahmen müssten schon sehr gezielt in Richtung Großbritannien ausgestaltet sein. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das eine große Zahl von Menschen betrifft. Vielen Dank, Herr Friedrich. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der heutigen Befragungsrunde angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und hoffe, dass das alles so nicht eintritt und dass wir noch einen geregelten Übergang bekommen und wünsche Ihnen einen schönen Heimweg. Danke.